Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einem Let's Play. Und zwar will ich euch den IS2 mal wieder zeigen. Den gab es ja erst vor kurzem im Adventskalender. Und ich muss sagen, er hat mir lange Zeit unglaublich viel Spaß bereitet. Und dementsprechend ist es ihm nur zu ehren, einfach da mal ein Gefecht zu fahren. Ja, ihr seht ansonsten, wir sind Top-Tier mit unserem 7er. 6er, 5er gibt es auch noch. So wie im Gegnerteam exakt dasselbe. Zwei Artis am Start, die FV-Arti, die unglaublich nervige der beiden und den GB-Panther. Ich glaube, typischerweise werde ich mal hier vorne hinfahren und da erstmal schauen, was so passiert und dementsprechend dann agieren, je nach Bedarf. Wie gesagt, IS2 echt ein toller Panzer. Einer der einzigen Nachteile, dass die Gun Impression ein bisschen gefühlt besser sein kann. Sie ist jetzt schon nicht schlecht, wie man sieht. Aber es gibt natürlich viele Möglichkeiten, wo man sich denkt, ah, kommt noch ein kleines Stück. Den Gefallen macht er einem da nicht, aber ansonsten hat man dann schon ein sehr gutes Stück Panzer mit dem. So, der Crusader bleibt jetzt hier mal stehen. Auch nicht so clever für den 5er Scout. Der Leopard macht es besser. Mal schauen, ob ich es hier hoch schaffe. Schaut gut aus. Der Tiger ist ganz auf der anderen Seite drüben. Mittig schaut keiner. Jetzt bin ich der Einzige, der hier... So, den konnte ich aber sowas von knapp eine mitgeben. Weil die war wirklich eng, dass ich den hier bekommen habe. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier zugehe. So, ich warte jetzt. Ich bin jetzt hier für den unsichtbar. Aber auf den komme ich nicht drauf. Aber auf den. Und dementsprechend konnte ich auf ihn hier gut schießen. Komm da nochmal raus, mein Freund. So, auch den schön ins Heck gelatzt. Und jetzt mit ein bisschen Schwung weggerammt. Und jetzt habe ich hier Spaß. Snapshot probiert. Oh, da kommt noch ein KV-4. Das ist jetzt deutlich mehr als eigentlich erwartet. Und ihr seht, ich bekomme jetzt hier unglaublich viel. Und jetzt habe ich dann auch noch den hinter mir. Also das heißt, jetzt war es gleich um mich geschehen. So, jetzt habe ich Gott sei Dank gute Unterstützung vom Team bekommen. So dass ich hier überlebt hatte. Und jetzt schieße ich auch noch daneben. Oh, das war jetzt wirklich sehr, sehr spannend. Hatte ich jetzt nicht mehr gerechnet, dass ich hier noch das überlebe, um echt zu sein. Aber hat geklappt. Der Arti halt jetzt nochmal versucht, auf mich zu schießen, obwohl schon der Chino daneben steht. Aber in dem Fall, Gott sei Dank, alles erledigt. Und jetzt Richtung Tiger und OI. Hoffentlich nimmt mich jetzt die letzte Arti nicht noch direkt raus. Aber da hat unsere Arti jetzt gut zugeschlagen. Und jetzt nur noch der Tiger am Leben und dann war das eine schnelle, aber sehr intensive Runde mit dem IS. Ne, auf die Arti komme ich ebenfalls nicht drauf. Ja, da überlebe ich mit meinen 100 HP. Ziemlich sicher, würde ich mal sagen. Ich werde jetzt natürlich trotzdem noch dahinter fahren, weil klar, es wäre theoretisch möglich, dass der GW Panther
noch den Chino rausnimmt, aber davon gehe ich einfach mal nicht aus. Ja, und jetzt ist der Chino schon dabei, macht jetzt den GW Panther weg. GW Panther versucht sich hier noch irgendwie zu darzustellen und wird dann noch geleached von der M44. Aber das war doch sehr intensiv, eine kurze, aber deswegen nicht minder spannende Runde. Zweiter Klasse und das war zu erwarten, die Stahlwand. Und ihr seht, vom Schaden her bin ich auf Platz 1 gelandet, 2228 Schaden gemacht, 1085 XP geholt und habe 1100 Schäden abgewehrt. Schaden ermöglicht auch nochmal 987 und dafür gab es unterm Strich 60.000 Credits raus. 4 Minuten 44 hat das Ganze gedauert und ich denke, da war einiges dabei, von dem her nach wie vor für mich ein sehr, sehr, sehr guter Premium-Panzer und kann ich nur beglückwünschen jeden, der ihn auch in der Garage hat. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.